Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit der Mod Die Rückkehr. Ja, Houston. A little problem. Und zwar, erstmal habe ich mir die Ork-Kleidung geholt. Die 150 Mana benötigt. Und dann verabschieden wir uns mal von der schweren Ork-Rüstung. Man sieht die Unterschiede. Tschüss. Und da fällt sie in den Abgrund. Für immer und ewig. Gut, dann unser zweites Problem. Ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, das zu laufen zu bekommen und die Variablen hier so zu ändern, dass die Monster auftauchen. Das bedeutet, wir haben hier keine Monster im Tempel, nur ein paar wenige. Den Tempel können wir trotzdem machen. Da nur die so Skelette und Crawler und sowas. Die werden hier randomized, sag ich mal so. Und ja, das steht uns leider nicht mehr bevor. Ein paar gibt es natürlich trotzdem noch. Die man hier unschwer erkennen kann. Aber der größte Teil. Ja, der halt nicht. Größte Teil ist halt nicht da. Der größte Teil im Tempel fehlt. Ich sehe das jetzt aber so. Als Strafe dafür, dass ich doppelt so viele Monster habe, im Minental, habe ich hierfür im Schläfertempel keine Monster. Das als kleine Wiedergutmachung. Kommt uns dann ja auch nicht so ungelegen. Dann können wir das wieder so in etwa ein bisschen ausgleichen. Hier bitte. Also von daher. Außerdem können wir so den Tempel schneller schaffen. Eventuell. Geht der Tempel eventuell schneller durch. So, kann ich das irgendwie? Nein, kann ich nicht. Schade. Ja gut, vielleicht schaffen wir das ja auch sogar in diesem Part dann noch den Schläfertempel zu machen. Wie gesagt, so ein paar Monster. Sind noch da. Und die bleiben auch, wie die Zombies. Und die untoten Ork-Schamanen. Die gibt's ja auch wieder. Allerdings nur 4 Stück. So. Hier würde jetzt theoretisch ein Ork auf uns warten. Ich meine, es wäre das hier. Ich würde sagen, das war falsch. Ich gehe da mal lieber nicht zu nah dran. So. Dann einmal den. Und die. Und den auch noch. Sehr gut.
Ja, wie gesagt, dadurch geht das alles hier viel, viel schneller. Es fehlen zwar einige der Monster. Sehr, sehr viele Monster. Varak Beck, untoter Schamane. Seltsamer Kristall. Warum mache ich die eigentlich nicht mit Untote vernichten? Fällt mir gerade mal so auf. Kann ich ja auch mit Untote vernichten. Töten. So, dann einmal hier wieder. Mana-Extrakt. Dann gehen wir eben mal hier lang. Mana-Elixier, Sturmknecht. Den nehmen wir mit. Hier brauchen wir dann nicht weiter zu gehen. Dann eben mal hier hoch. Und hier hoch. Okay. Wahrscheinlich irgendwelche Dämonen. Jo. Wie ich es mir dachte. So, ihr fragt euch jetzt sicher, wie ich an die Rüstung, an die Robe gekommen bin, an die schwere Ork-Kleidung. Heißt die ja, ne? Mein kleines Secret. Auf Mania. eigentlich kann man es sich denken. Aber ich habe mir gedacht, als Magier gehört einfach die Kleidung dazu. Und die möchte ich gerne als Magier haben. Und da ich nicht beides im Inventar haben wollte, habe ich dann gesagt, komm. Rüstung schmeiße ich in den Abgrund, wo ich sie nie wieder bekomme. Das als Konsequenz. Weil wir hätten die so oder so bekommen. Da ist nichts zu hören. Irgendwann. Eventuell. Ich weiß jetzt schon, wer mich wieder mit bösen, bösen Augen angucken wird. Zu Recht. Du Arsch! Nichts zu holen, nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Der kleine Arsch. Oh, einen Moment.
So, da bin ich wieder. Hatte wieder ein Telefonat. Muss mir das wieder die Zeit aufschreiben. 8:30. Ach komm, schreib 8:30 bis 10:30. So. Hab in der Zeit natürlich weitergespielt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hab ich noch einen Untote vernichten? So. Einen hatte ich noch. Ich hasse untote Orks, ne? Leute, ich hasse die so sehr. Aber sie können mich nicht treffen und das ist sehr gut für mich. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, dann einmal. Natürlich. Jetzt brauche ich natürlich eine... Okay. Haben wir das auch? Dann einmal Elixier der Stärke können wir eigentlich trinken. Und die Heiltränke. Und Mana-Tränke können wir jetzt eigentlich auch so viele trinken, wie wir wollen. Da wir das bald das Problem gelöst haben. Verwandlung Fleischwanze, okay, schwerer Zweihänder, Dunkelpilz, reine Lebensenergie und ich brauche eine Fackel. Rotstöcke, Dunkelpilz und da haben die einfach die Mumie, den Sack hier entfernt, ey. Das war echt ein geiles Feature damals mit den Särgen. Summt ein wenig, hat einen Streifen an der Seite. Okay, alle drei also. Vier schwarze Kristalle müssen wir finden. Der gute Marcello ist auf Twitch unterwegs. Der guckt mich ganz mit bösen Augen an, weil ich böse, böse Sachen gemacht habe. Mit der Obe. Vielleicht auch andere Spieler von euch. Und das völlig zu Recht. Aber ich lebe ja auch mit Konsequenzen dabei. Das ist ja etwas, was viele andere dann nicht machen. Das war Glück. Hehe. Tja. Irgendwo hier ging aber meines Wissens nach auch noch ein Schalter auf, genau. Hier. Hier hätte ich mich ja nicht verstecken können. Großer Trank der Geschwindigkeit. So, komm, mach auf. Digga, mach auf. Mach auf. Mach auf. Mach auf. Badabadabam, badabadabam, babababada. Taring, taring, ta-ta-ding, ta-ding. Taring, taring, ta-ta-ding, ta-ding. Ja, ist okay. Ich brauch das nicht sehen. Ich kenn's schon. Wir waren schon im Schläfertempel. Hier hat sich nicht groß was getan. Außer, dass ich die Monster hab verschwinden lassen. Zack. So. Dann haben wir... Treten wir jetzt nicht gegen ganze Dämonen an. Wir wollen den Tempel ja schnell rumkriegen. So, Licht.
Wir wollen den Tempel ja hier schnell rumkriegen. So. Sehr schön. Die Templer gibt es natürlich nicht mehr, das ist ja klar. Weil, warum sollte es die Templer hier geben? Die haben wir ja im ersten Teil vernichtet, geschlagen. Komm. So. Dann einmal hier. Speichern. Und dann geht's hier lang. Und dann haben wir die Tempel so gut wie schon rum, ey. Vielleicht doch ein bisschen schnell. Naja, egal. Yay, die Lava. Boah, geil. Das ist der Renderer. Dem Renderer zu verschulden. Boah, das wird gleich noch geil. Das wird gleich noch so toll. Oh, und der Sumpf hier ist weg. Ist das nicht toll? So, einmal hier. Das war einmal der richtige Schalter. Denke ich. So. Wie man sieht, sehen sie nichts. dann war das doch der andere Schalter, der beides geöffnet hat. Okay. Sehr schön. Wenigstens ein paar Minecrawler wieder. So. Den anderen brauche ich jetzt nicht extra. Den anderen brauchen wir jetzt nicht, wie gesagt. Eigentlich zeigen die ja auch, was was macht. Also an den Wänden. Nur im ersten Teil konnte man das, glaube ich, so schlecht erkennen. Stück Fleisch wollte ich essen. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Und noch ein Stück. Nein! Ja. Komm bitte wieder runter. Also, nicht bewegen. Schön viel Fleisch essen. Ach ja, ich habe übrigens das Fleisch gebraten und was ich auch noch nicht erwähnt hatte, ist, dass ich die ganzen Dunkelpilzsuppen und sowas jetzt gemacht habe. Die habe ich mir jetzt anfertigen lassen. Ich habe also ein paar Tage geschlafen. 131. Tag sind wir jetzt. Ja. Muss schon mal denken, ey. Die Drachen wollten eigentlich die Welt angreifen, ne? Also das Minental wollten alles zerstören. Und der Held ist einfach mal so, wow, 130 Tage am Rumdödeln. Alter, der Zombie hat mich jetzt erschreckt. Der hat mich aber jetzt richtig erschreckt. Ach ja, wir haben hier übrigens eine Milizrüstung bekommen. Ne, eine schwere. Ist eigentlich von den Waffen her besser. Aber das ist natürlich die beste hier noch. Die hat sogar noch mehr Werte. Tagebuch wollte ich lesen. Man kennt es aus dem ersten Teil, aber ich lese es trotzdem.
Tag 23. Ich habe das Zeitgefühl verloren. Ich schätze, es ist 23 Tage her, seit uns die Orks gefangen genommen und zur Arbeit gezwungen haben. Die Arbeit ist hart und die Bastarde haben keine Gnade. Wer schwach ist, ist tot. Ich will hier abhauen, egal wie. Tag 28. Wir mussten die Stollen noch weiter in den Berg hineintreiben. Der vordere Bereich ist schon gigantisch, wenn ich nur wüsste, für was wir das tun müssen. Tag 67. Ich habe erzählt bekommen, dass diese Priester der Orks keine Herzen mehr hätten, aber wie können sie leben? Außerdem habe ich das Schwert gesehen, vor dem sich die Priester so fürchten. Hätte ich es nur, würde ich es ihnen in ihre Körper jagen. Tag 78. Das Schwert liegt in einem Raum im vorderen Bereich des Tempels, wird aber von einem Priester bewacht. Ich werde flüchten. Mein Tagebuch lasse ich hier liegen. Vielleicht hilft es irgendjemandem mal. Ja, das ist lange her. So, Butlerhose. Kriegen eine Butlerhose. Damit haben wir zwei Butlerhosen. Völlig sinnfrei, dass da eine Butlerhose drin ist. Aber okay. Ich will mal nichts gesagt haben. So, Quick Save. Dann sind hier noch schöne Pilze. Und, oh, Folteraxt. Mana Elixier. Oh, fuck. Ring der Lebendigkeit. Verwandlung Fleischwanze. Dachte jetzt eigentlich, hier wären noch Minecrawler-Eier. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, deswegen gehen wir hier mal raus. So. Gehen wir hier lang. Oh, fuck it. Ich hoffe, das tut nicht euch so genauso in den Augen weh wie mir. Verwandlung Fleischwanze. Ich frag mich, warum wir so viele Verwandlung Fleischwanze bekommen haben. Komm, wir machen Schritt für Schritt. Einmal hier Schalter. Oder so noch Dunkelpilze. Da sind Dunkelpilze. Können wir mitnehmen. Weil je mehr Dunkelpilze wir finden, desto besser. Lasst mich ja in Ruhe. Da steht noch was. Weite Wasser, alte Münze, noch eine alte Münze. Stängel Sumpfkraut, Sturmknecht. Und ich habe alte Münzen habe ich getauscht. 444, das hat 4400 Erfahrungen gegeben. 440 Erfahrungen geben. Das musst du hier mal wegtun. 4440 Erfahrungen. Und nein, ich habe kein Level Up dadurch bekommen. Wir sind schon Stufe 51, ey. Nein, ich wieder kurz vom Level Up. Und habe dafür 888 Gold bekommen. Also auch nochmal schön viel Gold. Inventar habe ich ja schon erzählt, dass es aufgeräumt war. Dass ich das aufgeräumt habe. So. Jetzt hier noch. Mana-Elixier, Piratensäbel. Und hier stehen auch noch Sachen. Orkischer Trank und die Laborwasserflaschen. So. Schalter. Macht euch am besten die Augen zu. Alter, dieses Weiß. Ja, das dem Renderer zu verschulden. Speichern wir hier. Dann würde ich sagen, alle hopp, voll in die Lava. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber ich bin drüben. Irgendwie bin ich drüben.
So. Frag mich, ob ich da echt mit einer Fleischwanze durchkomme. Ja, erstmal orkischer Turm weg. Oh Mensch, hör auf zu blenden. Ur-Anak. Wirklich klappt. Nein, tut es nicht. Das tut auch nicht klappen. Das sind wieder zwei Tode, ey. Ah, fuck. Drei Tode. Ja, okay, ich sehe es schon, wie ich es machen soll. Mal wieder. Okay, das funktioniert so auch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ne. Das ist zu schnell. Fuck. Wie mache ich das jetzt nochmal? Haha. Ja. Das Rätsels Lösung ist dort, wo es blutverschmiert ist. Da, wo alles blutverschmiert ist, da kann man lang, weil da der Trigger nicht gesetzt wird. So haben die es also gewollt. Axt der, keine Ahnung, guck ich gleich. Erstmal hier die Pilze alle aufsammeln. Okay. Dann Licht, Mana-Extrakt, den habe ich ja ausgenommen. Magische Pfeile noch. Kann man alle gut verkaufen, die Dinger. Ist alles kein Problem. So, hätten wir das auch. Dann Axt der Runen. Nein. 10 Stärke fehlen mir nur. Okay. So, erstmal Geschicklichkeit rein. Tölles Geschick 113. Magische Pfeile. Ah, fuck. Hat mich das noch erwischt. Gut.
Hier liegt noch schön Loot. Der Schädel. Und dann geht's hier hin. Feuerwurzel. Ein paar Elixiere noch. Oh, ein Runenstein. Runensteine sind gut. Schlaf. Schlaf ist auch gut. Reine Lebensenergie. Streitaxt. Todeswelle. Reines Mana. Elixier des Geistes. Wie geil. So, dann. So dann. Dayo. So dann, Dayo. Tastatur bitte. Sehr schön. Jetzt noch hier gucken, Streitkolben. Hier ist auch nichts mehr. Dann geht's jetzt hier auf in den Tempel des Schläfers. Einmal hier speichern bitte. Da haben wir die Quick Save. Und ich gehe immer gerne links. So, Socke. Eins, Socke zwei. Socke drei. Und Socke vier. Ein fucking Dämonenlord. Oder... Der hier heißt Hoher Dämon. Keine Chance, du hast keine Chance, glaub mir. Ich mach dich fertig. Das glaub mir. Tschüss. So. Zwei Demon Lords besiegt. So, hier ist nichts. Dort ist nichts. Dann gibt es nur noch diese zwei Truhen hier. Links. Zweimal links. Zweimal links. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts, links, rechts, rechts. War so einfach und ich hab's nicht auf die Kette bekommen. Super. Komm, nimm den Trank. Ja, auch noch ein paar. Sehr schön. Jetzt noch auf die andere Seite. Habe ich es echt gepackt, in einem Part den Schläfertempel hinzubekommen. Wer hätte das gedacht? Meine Fresse, wer hätte das gedacht? So, als nächstes kommt aber leider etwas, was nicht ganz so einfach ist. Links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts. Elixier des Lebens, okay. Hm. 20 Lernpunkte habe ich bereits wieder bekommen.
Das heißt, das wäre Kreis 4. Kreis 4 ist gut. So. Zwei Parts ist es schon her, dass ich Ascalor besiegt habe. Ach ja, hier war ja was. Yippie-yay-yay. Ich habe mich für den falschen Weg entschieden. So. Ja, da kam jetzt auch wieder so ein... eine Cutscene. Heiligsblechle. Hörst du bitte auf zu hängen, Maus? Ihr könnt mir nichts anhaben. Cool, ey. Zombie-Armee. Nichts zu holen. Das ist viel totes Fleisch für mich. Eine coole Zombie-Armee. Nichts. Wer hätte das gedacht? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gut. Dann würde ich sagen... Nummer 1. Wetten, da kommt so ein Dämon oder sowas. Ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt müssen wir tatsächlich gegen Dämonen schon kämpfen, ey. So, den hätten wir auch. Jetzt die anderen zwei. Ja, da kommt gleich ein kleines Filmchen. Stimmt ja. Habe ich beinahe schon wieder vergessen. Na komm. Sehr schön. Hätten wir das auch. Vorletzter Dämon. Oder wahrscheinlich letzter Dämon, ne? Ey. Na komm. So, sehr schön. Meine Ausdauer ist nämlich jetzt am Ende. Schön das Fleisch rein. Dann zwei Blauflieder. Nochmal groß abspeichern. Hi! Hoshka. Wen haben wir denn da? Ich kam hier gerade vorbei und dachte mir, ich schau mal rein. Spaßvogel. Aber dir soll ein letzter Scherz erlaubt sein. Du armseliges Geschöpf Innos, du bist selbst der reinste Witz. Mein Gebieter lacht jeden Tag über dich. Und ich lache mit ihm. An mich ist die Reihe des Lachenden noch nicht gekommen. Aber du solltest wissen, ich werde da als letzter lachen. Du armseliger Wurm. Du hast wohl immer noch nicht verstanden, mit wem du es zu tun hast. Ach bitte, eine Frage noch. Ich habe ja fast nie Zeit für solch warmherzige Gespräche. Ich brenne nur ständig rum und schlage Schurken wie dir ihre nichtsnutzigen Schädel ein. Sag, hast du hier zufällig ein Schwert gefunden? Mit einem großen, blau schimmernden Stein an der Basis der Klinge? Weißt du, es ist mir sehr teuer, als Erinnerung, und ich würde es gerne wieder bekommen. Ehm,
Wenn du diese Frage stellst, bedeutet das wohl, dass der Schläfer von deiner Hand gefallen ist. Mein Gebieter warnte mich bereits vor unserem möglichen Aufeinandertreffen. Ja, Gothic 1 Extra. Meinst du diese Waffe? Urizil, eine ausgezeichnete Klinge. Die Waffe ist Belias würdig. Dieses Schwert ist einer der Gründe, weshalb mein Gebieter mir befahl, hier zu erscheinen. Und natürlich befahl mir mein Gebieter auch, dieses Schwert zu behüten, so als ob ich seine heilige Ruhe behüten würde. Und sei dir sicher, es ist in guten Händen und du elender Hund, du wirst es niemals bekommen. Aber jetzt ist Schluss, es wurde genug geredet. Richtig. Dann lass uns kämpfen. Sehen wir mal, ob du dessen würdig bist. Wie du sagst, ich werde dich problemlos erledigen, du kümmerliches Wesen. Und nach deinem Tod werde ich deinen Körper wiederbeleben und in meine Armee des Bösen einverleiben. Du wirst einen ausgezeichneten Skelettmagier abgeben. Schön. Du glaubst doch nicht, dass ich dich jemals zum Zug kommen lassen werde. Urizil. Elixier des Geistes. Ring der geistigen Regeneration. Auf dem Ring sind uralte Runen eingraviert. Bei Benutzung ist keine Fortbewegung möglich. Vielen Dank dafür. Deine Maske kannst du behalten. Die brauche ich eh nicht. Ja, hätten wir das auch? Ach du Scheiße. Jetzt ist Urizil wahrscheinlich ganz unten drin, ne? Ja, der Schläfertempel. Dieser Nekromant, dem ich im Schläfertempel den Garaus gemacht habe, hatte etwas Nettes bei sich. Meinen alten Freund, das machtvolle Schwert Urizil, mit dem ich den Schläfer damals besiegt habe. Ich sollte mal mit Xardas reden. So, das ist es. Nein. Viel zu heavy für uns. Viel zu heavy für uns. Ja, Leute. Theoretisch ist jetzt hier der Part beendet. Ja, eigentlich kann ich den Part hier beenden. Fast 300 Mana, ey, das ist geil. Ich hoffe natürlich, der Part hat euch gefallen. Ich renne jetzt hier noch aus dem Schläfertempel heraus. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich die Sphäre im Sumpf holen. Ja. Oder werden wir noch mit Urteil reden? Ich glaube, wir werden auch mit Urteil reden. Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Mal gucken, was wir alles so machen werden. Okay. Das war der Schläfertempel. Wie gesagt, ging relativ schnell, weil die Monster halt hier nicht gespawnt wurden. Aufgrund
Meines tollpatschigen Ichs. Nee, das liegt einfach daran, dass ich alle Versionen, die es damals gab, bis Kapitel 4.7 Patch, einfach nur drüber installiert habe. Und ja, deswegen gab es jetzt das Problem. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Wie gesagt, wir haben ja doppelte Monster bei den im Minental. Von daher, ja, haben wir uns jetzt hier eine Menge erspart. Ich glaube, wir wären 3 Parts hier drin gewesen, also wieder eine ganze Woche. Dafür kommt jetzt das nächste Schreckliche. Und das ist leider der Sumpf. Der fucking Sumpf, ey. Der wird richtig scheiße, sage ich euch. Der Sumpf, der wird richtig scheiße. Ich rede übrigens von dem Sumpf. Des ehemaligen Sumpflagers. Von dem rede ich. Ich habe vergessen, Ulumulu anzuziehen. Na komm. Ulumulu. Sehr schön. Ja, gut. Dann war's das, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dahin sage ich ciao. Und macht's gut.